Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Wir sind jetzt hier irgendwo, wir waren glaube ich am Abspeichern. Ich weiß gar nicht mehr so recht, wo wir genau direkt mehr aufgehört haben. Es sind wieder so ein, zwei, drei Tage vorbei. Ja, wir gehen jetzt einfach mal mitten in die Geschichte wieder rein. Ich freue mich schon dermaßen. Oh, guck dir. Muss der Kammerjäger mal unbedingt mal hin. Also ich finde es ja grauenhaft. Diese Grusel. Diese Grusel. Diese Grusel. What the fuck? Was? 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 Sollte mich, glaube ich, eher wieder aufs Spiel konzentrieren. Ich bin echt ein. Ich bin ein Mann. Ich kann nur eigentlich nur eines. spielen. Statt labern. Beides ist so. Was? Scheiße! Ich glaube, ich bin mal dabei. Scheiße! Scheiße, was ist denn da los? Was für ein Abgang, ey. Was für ein Anfang in diesen neuen Folge. Ich muss mehr aufpassen. Ich wollte ja nicht kaputt machen, statt... Ah, guck mal, hier ist die Spritze. Wie konnte man noch... Oh. Ja, genau. Knallert dir da mal rein, genau. Nimm das mit. Das Bett kann ich nicht verstecken. Diese Kameraführung. Ich kann mich noch, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich mich gut dran gewöhnen. Hä? Waren wir nicht vorhin hier? Na gut. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Du hast vorhin herumgeschrien. Junge. Bevor ich dir folge, will ich mal kurz gucken, was hier so abgeht. Einmal kurz sichern hier die Gegend. Das ist meine Definition von leise. Da kann ich nicht durch. Doch. Habe ich einen Knüppel? Ich habe jetzt nur noch die Waffe hier. Das Gehirnwasser. Boah, ich habe mich gerade irgendwie eigenartig erschrocken. Da unten auch Gehirnwasser? Aber da. Das nehmen wir mit. Gehirnsuppe. Gehirnsuppe kann man nie. Oh, das ist eine Falle. Da ist eine Falle, Junge. Beinahe hätte sich wieder voll umgehauen. Aber diesmal war ich klüger. Okay, wir gehen, glaube ich, gleich zum Doc. Munition. Nee. Streichhölzer. Nicht schießen. Nein, 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 nein. Steck deinen Revolver weg, du. Der hat den Revolver immer noch an. Was soll das? Das soll er doch nicht. Wie haben wir das denn nochmal gemacht?
Tut mir leid, Leute, dass ich... Ah, mit Dreieck kann ich... Oh! Scheiße. Ja, ja, genau. Nochmal richtig drauf treten da. Lärm habe ich jetzt genug gemacht. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Hey! Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen... Ich bin nicht einverstanden damit. Ah, abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Okay. Hab das Gefühl, der stirbt mir gleich weg. Geht es lang? Der Alte geht dabei noch drauf. Ja, ich lasse die Zombies einfach mal da. Das hört sich sehr böse an. Kommst du weg? Geh sterben, du Jude, Alter. Oh, Entschuldigung, ich meinte. Geh sterben. Du. Entschuldigung, Leute. Ah! Oh. Jetzt krieg ich bestimmt erstmal ein paar Hate-Attacken. Du hast die Jude genannt. Was soll der Scheiß? Das war eigentlich so gar nicht gemeint. Das war eigentlich nur. Ich habe mich so dermaßen erschrocken, ne? Aber ich habe jetzt eine schöne Axt. Wo kamen die denn jetzt alle weg? Nehme ich mit. Kann man die Schränke eigentlich auch durchsuchen? Ne, da kann man nur reingehen. Ich hätte gerne meine stärkere Waffe.
Boah, das muss übel stinken da drinne. Was ist das? Bombe entschärfen. Nadel entschärfen. Nadel anhalten. Blau. Erfolg. Rot. Fehlschlag. What? 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 Wenn die Nadel innerhalb von der Umdrehung im blauen Bereich anhält, ist die Falle entschärft. Entschärft Fallen bringen dir neue Teile für Fallen. Okay. Das war knapp. Alles kaputt machen. Ich glaube, hier waren wir jetzt überall. Oh, da ist noch mehr. Gehirnwasser, 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 Gehirnwasser. Ich bin süchtig nach Gehirnwasser. Da gehen wir nicht rein, der ist sieht böse aus, der klingt. Böse. Ich habe das Gefühl, die leben auch noch. Einfach mal kaputt brennen, wa? Da ist gleich ein Streichholz umsonst ausgegeben. Super. Naja, egal. Solange die mich noch nicht beißen. Ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich zugeben. Der war mir nicht so ganz geheuer. Ich kann mich reparieren. Oh, das war ordentlich ein Spritzen. Nicht das hier, was ihr denkt schon wieder, ne? Ah, mein Gott. Ja, du sollst da reingehen. Ach, hier war ich doch. Kommen die einfach eigentlich wieder? Ich habe das Gefühl, die kommen respawn. Junge! Ah! Voll in den Bauch. Erstmal die Waffe entfernen hier. Aber der hat auf jeden Fall ein bisschen Munition bei sich gehabt. Ich hoffe, der lässt was liegen. Der muss respawnt sein, der war doch vorher gar nicht da. Wir können auch mal den Doc mal eben helfen. Komisch. Hier war ich doch. Thank you.
Oder nicht? Doch, hier war ich. Hä? Ich geh da nicht rein. Ich geh da noch nicht rein. Uah! Anscheinend hat er Selbstmord begangen. Ja, geh mal rein da. Mitten im Feuer erstmal das alles aufheben. Ja, sehr, sehr, sehr klug von dem. Wir gehen da mal hoch. Da ist auch noch eine Hütte. Oh, was ist das? Das. Wie kriege ich das Ding? Vielleicht muss ich das runterschießen. Das werde ich mal. Von oben. Oder von der Seite. Das ist. Schönes Ding. Ja, Mann. Und ich habe was Schönes gekriegt. Neuer Gegenstand. Mit L2 zielen und mit R2 werfen. Neuer Gegenstand. Blendbolzen. Okay. Kann ich das auch irgendwie benutzen? Warte mal. Nö. Ich habe das Gefühl, ich kann noch gar nichts benutzen da. Ich dachte, ich hätte jetzt endlich mal die Armbrust gefunden. Ich werde mal die Statue da oben wegschießen. Die da. Versuch's mal. Von hier geht's irgendwie nicht. Aber dein Zaun ist kacke. Verbrenne! Du Ungeheuer! Ich glaube, ich muss mal nachladen. Sehr nice. Und Gehirnsuppe. Gott sei Dank. So kann man ihn vielleicht von hier erwischen. Ja. Jawohl. Der ist da oben. Das weiß ich wohl. Und der hat irgendwie eine Armbrust. Wir gehen da jetzt raus. Ah! Was war das? Können Zombies schießen? Ungeheuer schießen? Was ist denn da los? Ich hab ihn getroffen. Na komm, ein gezielter Schuss noch.
Was? Was? Wolz! Du hässliche Polizistin! Ah! Boah, ich muss da mal ein bisschen weg hier. Ein bisschen spritzen hier. Ich hole mir die gleich alle. Der stimmt doch nicht mehr richtig. Munition alle? Was? Gut, wir gehen einfach drauf. Wir versuchen's. Du blöder Sack, Alter. Oder wir gehen rein und gucken nach. Scheiße, ich bin richtig schwer verletzt. Munition ist alle. Was war das denn für eine Polizistin? Warum? Ah, sehr gut. Ich könnte die vielleicht runterlocken. Da kommt. Noch ein bisschen. Jawohl! Niederbrennen! Hier nichts da gelassen, ne? Versucht sie nochmal reinzulocken. Ja gut, aber ich habe noch keine Armbrust. Aber jetzt voll in den Hinterkopf, Alter. Wegrennen, weil ich habe das Gefühl, der hat mich gesehen. Ja. Na komm. Ja. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hab dich erwischt, Junge. Verbrenne. Verbrenne. Ja, Mann! Toll! Puh, da werde ich jetzt mal sofort das da rein machen, das da unten machen. Ja, Medizin habe ich ja nicht mehr. Ich muss unbedingt irgendwie, bevor ich in diesen Kabuff reingehe, wo dieses... Ich kann mir schon denken, was er ist, so eine Art dicke Boss. Und ich möchte ehrlich gesagt
Oh, guck mal, schon wieder alles verstellt. Ne, machen wir den dann lieber nach oben hin. Harpunenbolzen, die nehme ich, aber die sind auch voll. Selbst die Laufrichtung wird gezeigt. Sehr schön. Kann ich die Waffe nehmen, die er hatte? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht alle Zombies hier weg. Oder Kreaturen, ich weiß nicht, was das ist. Ach, jetzt komme ich hier raus. Natürlich wieder Gehirnwasser. Was ist das? Die nehmen wir natürlich auch sofort mit. Oh Gott. Ist sofort wieder eine Falle. He is watching. We game leave. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Mit einer Kettensäge. Ich weiß nicht, ich meine, ganz ehrlich, eine Kettensäge, der kommt nicht durch Stahl. Tut er aber nicht. So, und jetzt werden wir mal dieses kleine Häuschen mal... Ich weiß nicht, welche Falle das war, oder... Ach so. Bisschen ungeheuerlich, so ich weiß absolut nicht, was da Sache ist. Ich bin voll. Ich traue mich nicht so ganz da rein. Da ist er. Ups, hab leicht die falsche Harpune genommen. Was? Boah, der ist aber sofort kaputt, wa? Jetzt hab ich so ein Elektrizitätsding so.
Hey, gib mir mal ruhig das. Kann man die Harpune wieder aufsammeln? Nein. Der bleibt weg. Oha, die Waffen. Also die Waffe ist wirklich sehr nützlich. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte. Die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der ist. Mit wem ich jetzt gerade gesprochen habe. Natürlich mit dem Doc, aber ich finde den nicht. Erste-Hilfe-Koffer. Ah, den brauche ich auch. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Da hören wir es. Und ich will sagen, wir haben schon wirklich, wirklich gute Überlänge hier. Wir haben, sind schon wieder bei 31 Minuten, knapp bei 32 Minuten. Und ich denke mal... Wow. Himmels Willen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und dann werden wir auch herausfinden, was in dem was in der Scheune ist, was wir jetzt noch in diesem restlichen Zimmer noch finden, herausfinden, wie es jetzt alles so funktioniert, so was wir dann noch entdecken. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder bei The Evil Within. Bis dann. Ciao.